Glück. Auf Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, da ich momentan Langeweile des Todes habe, weil ich auf Black Ops 3 warte und ich keine Ahnung habe, was ich sonst zocken soll, habe ich mir wieder mal ein paar Serien reingezogen und irgendwie bin ich auf den Kindheitsserien hängen geblieben. Also die Serien, die mich in meiner Kindheit und Jugend begleitet haben. Und ich dachte mir einfach, komm, haust euch mal meine Top 5 Serien raus, die ich in meiner Kindheit geschaut habe. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Lieblingsserien unten in die Kommentare, wird mich auch mega interessieren. Ansonsten Leute, würde ich sagen, red mir nicht lange um den heißen Brei, sondern fang einfach mal direkt an. Auf Platz Nummer 5 hat es Beyblade geschafft. Der ein oder andere kennt es vielleicht noch. Das war mit so Kreiseln, die hat man so in die Arena geschossen und haben die sich so gedreht und dann sind irgendwelche Bestien rausgekommen, die sich dann gegenseitig bekriegt haben. Ich habe das irgendwie total geliebt. Ich hatte dann auch selber eine Beyblade Arena daheim und natürlich auch eine Beyblade. Ich habe das immer gegen meinen Bruder gezockt und es hat mega viel Spaß gemacht. Natürlich ist das ein oder andere auch kaputt gegangen dabei, aber es war richtig krass und deshalb verdient Platz 5. Auf Platz Nummer 4 hat es Naruto geschafft. Ich liebe ja diese Naruto-Folgen, vor allen Dingen die alten. Die neuen gefallen mir nicht mehr so gut, deshalb nur auf Platz 4. Aber ich finde es einfach übel geil, wenn sich irgendwelche Anime-Figuren so auf die Fresse hauen. Das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und ich habe es richtig gern geschaut. Wie gesagt, die alten Folgen waren richtig geil. Die habe ich echt geliebt. Ich habe auch alle gesehen. Und ja, es hat mega viel Spaß gemacht. Deshalb verdient Platz 4. Auf Platz Nummer 3 haben es die Kickers geschafft mit Krieger oder die Super Kickers mit Tsubasa. Ich habe das einfach geliebt, wie die da Fußball gespielt haben. Ich wollte das immer selber auch machen. Ich habe teilweise versucht, mir irgendwas abzuschauen oder Motivation zu sammeln. Ich fand auch diesen Teufelsdreier richtig geil und ich habe dann auch später immer mit so Spielzeugfiguren, wo man die Arme und die Beine bewegen konnte, das Ganze nachgespielt, beziehungsweise meine eigenen Matches ausgedacht. Und das war wirklich so eine Serie, die hat mich extrem lange in den Bann gezogen und auch jetzt, wenn ich das noch sehe, schaue ich mir das richtig gerne an. Es war einfach irgendwie, ich weiß nicht, richtig geil, wenn man selber Fußball spielt, hat mir diese Serie auf jeden Fall geliebt. Auf Platz Nummer 2 hat es natürlich One Piece geschafft. Wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ich liebe es einfach, wenn sich irgendwelche auf die Fresse hauen. Ich fand den Ruffy auch richtig geil, vor allen Dingen, wenn der so komisch geglüht hat, die ganzen Fähigkeiten mit den Gum-Gum-Pistolen und keine Ahnung was, wenn der hier die Arme so rausgehauen hat. Richtig geil und es waren auch richtig geile Stories dabei. Also ich habe da auch mega viele gesehen. Ich glaube nicht alle, aber fast alle. Und ja, ich würde es jetzt auf jeden Fall immer noch schauen. Auf Platz Nummer 1 hat es natürlich Dragon Ball geschafft. Egal, ob es Dragon Ball oder Dragon Ball Z war. Das musste definitiv immer laufen. Früher war es ja so, das kam genau zur Abendbrotzeit bei uns. Und da mussten auch meine Eltern einfach diese Serie mit anschauen. Da konnte kommen, was wollte. Diese Serie musste definitiv laufen. Ich habe wirklich jede Folge nicht nur einmal gesehen, sondern mehrfach gesehen. Und wenn ich mal irgendeine Folge nicht sehen konnte, musste man es definitiv aufnehmen. Also das war wirklich meine absolute Lieblingsserie. Serie, die ich immer noch schaue, wenn ich Bock habe und deshalb für mich definitiv Platz 1, weil es für mich keine bessere Serie gab. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall den Daumen nach oben. Vergesst nicht, eure Lieblingsserie mal in die Kommentare zu schreiben und ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus. Pssch.